Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate World of Light. Ich versuche hier hinzukommen, um damit folglich in diesen Bereich zu kommen, da ich hier in dieser Sub-Area König DDD freischalten will. Mal gucken, ob es heute klappt. Hier von dieser Pyramide aus. Wohl könnte. Nee, ich denke eher hier hoch. Okay, dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich brauche kein Fliegengewicht. Dann nehme ich halt Fliegengewicht. Ausdauersmash. Ach, und wegen gesenkter Sprungkraft. Sie kann halt ganz schön Kombos drücken, auch wenn die gefühlt keinen Schaden machen, meistens. Der Kampf läuft nicht, wie er sollte. Dieser Try ist absolut nicht erfolgsversprechend. Alter, lass mich doch bewegen! Mann, genau das wollte ich machen. Das war meine letzte Chance. Aber ich habe sie einfach nicht gegrabt bekommen. Dieser Kampf ist absolut nervig. Alter, Sheik ist mir einfach viel zu schnell. Und Pikachu ist ja schon nicht langsam, genau wie Yoshi zum Beispiel. Das heißt, ich kenne mich mit schnellen Kämpfern schon auch ein bisschen aus. Aber Sheik ist wirklich zu viel. Und ich habe das Gefühl, den Kampf gewinnt man nicht. Das ist ein Drei-Sterne-Geist. Ich liege so weit hinten, ich habe absolut keine Chance. Jawohl. Da war der Backflow, auf den ich gewartet habe. Da habe ich die Gelegenheit genutzt und gewonnen. So. Hier könnte ich jetzt die Schienen umstellen, bringt mir noch nicht wirklich viel. Jetzt sehe ich auch den Weg. Ja doch, ich komme über den Vulkan dahin, auch wenn es ein langer Weg ist. Also, da ist nur eine Truhe und hier ist ein langer Pfad mit einigen Geistern, der zu einem Charakter und an den Ort, an den ich hin will, führt. Na dann, legen wir los. Heute wird der ganze Vulkan geklärt, hoffe ich. Ein Ausdauersmash schon wieder. Ich mag keine Ausdauersmashs. Ja, sehr gut, Ridley. Du hast mir genau null Schaden gemacht. Feuerbodenresistenz ist auch kackegal. Ich habe einen Feuerbodenschutz. Resistenz ist sowieso eigentlich sinnlos. Okay, Giftbodenresistenz kann man noch den Boss mit besiegen, wie wir wissen. Aber, oh, was ist denn das? Bäh!
eine der schlimmsten Stages im Spiel. Inklusive Nebel auf Zeit. Gegen Dakanduo. Ja gut, ich hatte 1,5 Minuten, ich habe 13 Sekunden gebraucht. GG, würde ich sagen. Weiter. Daruk. Oh, schon wieder Ausdauer Smash, willst du mich verarschen? Da habe ich auch meinen Feuerbodenschutz, den ich bereits erwähnt habe. Donkey Kong. Mit einer frigging Erzkeule. Nein, böse. Er hatte seinen Ult, aber das hat ihm auch kein bisschen geholfen. Gewichtsboost, ja, sehr, sehr schön, voll der starke Geist, brauche ich auch und so. Ich werde jetzt auch heute bei Pi... okay. Wisst ihr doch, das war der erste Legendengeist, den ich hatte, von der Geistertafel. Und der hockt hier jetzt einfach rum? Boah, super Rüstung klingt sahnig. Alter, das ist schon... Nee, stimmt, aber auf Pikachu ist super Rüstung scheiße. Ich mache jetzt hier einmal so einen Kampf, aber danach wechsle ich einen Kämpfer und... Oder die Geister. Nee, super Rüstung ist halt richtig schwach für Pikachu. Das wird nicht töten, oder? Ich habe noch nicht so viel Damage. Ja, nee. Nee. So nicht. Super Rüstung ist absolut nicht meins. Jetzt machen wir hier mal einen richtigen Kampf. Die Sache ist halt die, wenn der Typ hohen Schaden hat, dann boosten sich all seine Werte. Hallo? Warum lief das mit der Super Rüstung 1000-mal besser, obwohl die richtig schlecht mit Pikachu ist? So, läuft wieder, ja. Dann kann ich weitermachen. Ich hoffe, man hört die tollen Microsoft-Geräusche im Hintergrund nicht, die nicht von mir stammen. Es liegt jetzt einige Zeit zwischen dem ersten Teil der Aufnahme und dem hier. Und ich merke schon, ich habe immer noch nicht wirklich was zu sagen gegen den Typen.
Nein, ich hab doch gedodged. Oh, ich lebe. Als ob der mich da töte. Da kann ich... Mal im Ernst, wie soll ich in dem Kampf denn gewinnen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich diesen Geist gewonnen hatte. Ach warte, kann man auf der Geistertafel... Da kann man doch auch Kämpfer verwenden, die man im Story-Mode noch nicht hat. Und ich glaube, ich habe es mit Ganondorf geholt. Was hier ja gar nicht geht. Ja, hit mich halt durch die Stage. Das wird auch töten. Hä? Okay. Ich werde auf einer Seite der Stage getroffen und nehme den Schaden auf der anderen? Sonst hätte ich jetzt versucht zu tanken. Alter, kann es sein, dass der Typ verdammt viel Knockback hier... Ich meine, dass Fox ziemlich stark ist, weiß ich. Aber so nervig hatte ich ihn jetzt bisher noch nie erlebt. Komm, Alter, wenn das mich töten würde, wäre das aber komplette Anzeige. Ja! Jetzt auch noch die Stage! Und warum hat der Typ so wenig Damage? Ey, komm, wie soll ich den Kampf denn gewinnen? Jetzt mal im Ernst, ich hatte den mit Ganondorf gewonnen, als ich irgendwie 7000 Power mit meinen Geistern hatte. Und jetzt schaffe ich den absolut null. Mit 14.000. Ich habe doppelt so viel Geisterpower und hier, man sieht's. Ich kann mich nicht bewegen in diesem Kampf. Jetzt hat er gleich die Ulti. Hier. Was soll ich denn dagegen tun? Wow, ich wurde mal nicht von seinem Ultra Smash getroffen. Und dafür sterbe ich 2 Sekunden später. Keine Ahnung. Bowser, komm. Und kannst du vielleicht noch lauter essen? Das hört man wahrscheinlich sogar im Video. Wo ist die Superrüstung? Ach, man kann. Und kein Lipstick, sondern... Ja komm, hau mal den raus. Ja doch. So, und jetzt kommst du verdammt nochmal her. Warum mache ich so wenig Damage? Ich spiele gerade ein fucking Metall-Superrüstung Bowser. Das funktioniert.
funktioniert immer noch nicht. Kann der Typ vielleicht noch mehr Perfect Shields raushauen? Ich glaube nicht. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Hä? Wie soll ich diesen Kampf schaffen? Ja, wegen der Superrüstung. Keine Chance. Hä? Jetzt mal im Ernst. Ich hab keine Idee. Ich hab den Kampf mit deutlich schwächeren Geistern schon mal geschafft. Warum jetzt nicht? Mit dem vielleicht? Und auf jeden Fall keine Superrüstung. Beim Geist sollte ich eigentlich schon... Also Primärgeist sollte ich schon bleiben. Der ist ja auch... Das ist eigentlich der Beste, den ich nehmen kann. Jetzt nicht übermütig werden. Ich kann durchaus noch verlieren, außer er stirbt durch sowas. Okay, mit Donkey Kong hat's gut geklappt. Das Tolle ist, der Geist bringt mir nichts. Naja, aber ich hab die Kiste. Hat sich gelohnt? Ja, eigentlich schon. Und ich entlasse mal ein paar Geister. Ich weiß, was Geister entlassen bringt. Also, dich brauche ich nicht. Hier die ganzen Ultra-Lows, die man nicht braucht für irgendwas. Die können zwar Brücken bauen, aber es gibt auch noch bessere, die das können. Hier die 3 Sterne. Dich nehmen. Ja, die kann ich die meisten eigentlich auch rauswerfen. Jetzt nicht alle, aber ein paar. Nee, du bringst keinen. Du bist ja kein Subgeist. Daru könnte vielleicht irgendwas bringen. Ah, Kacke, was mir gerade auffällt. Ich habe keine Ahnung, welchen Geist ich für diese Pflanze brauche, die ich bewässern muss. Also welche, die da sein könnten, sollte ich lieber behalten. Also hier den entlasse ich, obwohl er legendär ist, weil... Hab ich schon. Endivier wäre möglich. War Luigi aus Mario Strikers, Alter. Den habe ich sogar 2-mal. Die 3 Sterne hier, obwohl dich nehmen. Ich habe hier Deoxys und stimmt, den da habe ich ja auch noch. Mit fucking viel Power. Dann die neutralen. Evoli ist toll, Evoli bleibt. Die Bossgeister lasse ich auch. Das kann, der kann sich zwar entwickeln, aber YOLO. Disrespect. Nee, Rayquaza lasse ich mal. Waluigi auch. Hier hau ich jetzt mal nur... Wer ist das eigentlich? Außerdem, da hau ich nur Doppelte bei Submara. Nee, ich glaube, ich habe hier keine Doppelten mehr. Ach, weil es doch scheiße ich jetzt auch drauf. Entlassen. Das ist meine Ausbeute. Einer ist mindestens Level 70 und Legende oder besser. Ich kann ja nochmal kurz durchgucken, aber ich weiß natürlich, dass hier ein Legendengeist dabei ist. Nicht, dass ich aus Versehen irgendeinen richtig krassen heilere. Ja, einer ist auch auf 86, aber YOLO. Und weg mit euch. Jetzt könnte ich natürlich auch mal gucken, ob ich irgendwas rufen kann. Ja, ich weiß auch, wie das geht.
Wirklich? Den Typen hab ich mir in der letzten Folge erkämpft. Hart erarbeitet. Und jetzt könnte ich ihn rufen. Das ist doch ein Gag, Alter. Ah, Donkey Kong, geh wieder. Ich will schon bei Pikachu erstmal bleiben, oder? Weißt du was? Bleib halt. Wenn die Kämpfe nicht zu doof für dich werden. Oh, nächstes Pokémon. Aha, aha, aha. Interessant. Nebelschutz gerne, aber kein so komisches Item. Was nehme ich? Warte, ich kann halt das filtern. Ja, komm, auch nicht. Armangriffe ist mit Donkey Kong doch immer gut. Der gelegentliche Schaden für mich ist halt auch doof. Alles klar. Jetzt der nächste Geist, der mir Fettprobleme macht. Digga, der spammt einfach sein Abtilt und ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Ich weiß, dass das war Sieg. Haha, geh am besten gleich raus, wenn du so anfängst. Dieser Sandschaden ist halt auch unten. Jetzt macht er es wieder. Hä? Hä? Was war das? An sich ist Feuer zwar vor allem im Ausdauerkampf fucking strong von Bowser. Aber das nicht. Hier geht's weiter und hier oben ist der Fighter. Hinter... Oh nein, ich weiß, dass das fucking nervig ist. Der Metroid ist so nervig zum Bekämpfen. Ich glaube auch Donkey Kong, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer hier eine gute Wahl ist. Die Sache ist halt der Metroid selber, wie man sieht. Man kann gegen den halten. Wirklich was ausrichten. Nein, es war so klar, dass der mich trifft. Saftig. K.O.-Heilung. Schöner Meteor-Kill. Die Situation genutzt, in der kein Metroid da war und den Sieg geholt. Und dafür bekomme ich Zero Suit Samus. Naja. Ich wechsle mal wieder. Ich warte halt immer noch drauf, dass ich dann endlich so ein paar richtig coole Kämpfer kriege, die es aber leider erst spät im Spiel gibt. So ein K.O., Luigi, Ganondorf. Hier, solche will ich mal. Ich meine, Pikachu und Yoshi und Kirby, sowas ist auch nice, aber vor allem K.O., Alter, auf den habe ich richtig Bock. Aber jetzt geht es ja auch um die Jagd nach DDD, der auch auf jeden Fall sehr sahnig ist. Wo wir gerade von sahnig reden, du bist das nicht. Ich will hier Meteoren, nicht du. Also doch, wollen tust du es wahrscheinlich auch. So. Sag mal. Okay, das hat nicht geklappt. Nope, kein Perfect Shield hier bitte. Ich glaube, das sind inzwischen zu viele. Ne, sind's nicht. Perfekt.
Da geht Zero Suit Samus down. Und freigeschaltet. Und ich habe den Geist auch nicht aus Versehen entlassen, den ich brauche. Sehr gut. Prinz Marmek. Sieht nach einem sehr, sehr starken Gegner aus und so. Du kriegst jetzt hier Waffenresistenz, Elektroangriffsboost. Okay. Wie lange hält er durch? Oh Gott, er macht einen auf Fire Emblem. Ja gut, das nennt man wohl Zero to Death. Alter, aber jetzt eigentlich muss man den Gegner auf mindestens 70, wenn nicht mehr, bringen, um die Up-Throw-Donner-Blitz-Kombo machen zu können. Aber der Typ war so schlecht, da hat das gereicht auf 38. Kann ich auch hier anders? Nee. Der Rest der Pflanze ist nur Deko. Glückwunsch. Ach, was denkst du, warum ich hierher gegangen bin? Genau, gegen einen Sternegeist. Ja, du kriegst einfach den Abgrund. Klar, mach ich sicher. Mann, wegen dem Fernsehbildschirm, der ein bisschen abkackt ist, habe ich nicht 8 Stück. Als ob die einen Glück überleben. Ja, okay, es hat Pikachu. Ist der gerade bitte gesprungen? Oh, Hashtag No Aimbot. Juhu! Ich denke, der wird zu hoch fliegen, oder? Ja, schade. Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber YOLO. Der wurde nicht getötet, der wurde ausgerottet. Und ich würde sagen, für die heutige Folge von Super Smash Bros. Ultimate reicht es dann auch mal langsam. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn dann hoffentlich wirklich DDD auch mal kommt, auch wenn noch ein paar Kämpfe fehlen. Wir sehen uns dann wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao.